Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Feature-Fokus von Jurassic World Evolution 2. Und heute widmen wir uns dem Thema Anpassungsmöglichkeiten von Gebäuden und Dinosauriern. Denn es wurde wieder ein Feature-Fokus von Frontier im Forum veröffentlicht. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Und als allererstes geht es dabei um die Anpassungsmöglichkeiten von Gebäuden. In Jurassic World Evolution 2 wird es endlich möglich sein, Besuchergebäude auch nach Belieben anzupassen und so abzuändern, wie man es halt für seinen Park braucht. Dabei wird in zwei Typen von Gebäuden unterteilt, nämlich einmal Vergnügen und Attraktion. Die Gebäude mit der Kategorie Vergnügen kann man in drei verschiedenen Größen platzieren, nämlich klein, mittel und groß. Und die Größe bestimmt dann halt die Gästekapazität. Das heißt, wie viele Besucher dieses Gebäude dann gleichzeitig benutzen und betreten können. Man kann die Gebäude übrigens von innen und auch von außen so anpassen, wie man es gerne hätte. Wobei man sagen muss, dass die innere Anpassung optisch gar nicht zu sehen ist. Die ist dann eher so für das Gameplay und Management, also für diesen Aspekt ist die eher so da. Denn es ist halt so, dass die Gäste unterschiedliche Interessen haben. Das hatten wir ja schon mal, zum Beispiel ein Abenteuer-Junkie guckt sich dann lieber irgendwie große Fleischfresser an, wobei es dann auch Naturliebhaber gibt, die dann natürlich eher sich zu dem Pflanzenfressergehege hingezogen fühlen. Also es gibt da halt verschiedene Besuchergruppen und das Interieur von so einem Besuchergebäude kann halt entsprechend dieser Besuchergruppen angepasst werden. Das heißt, man kann zum Beispiel ein Gebäude so anpassen, dass sich dann eher diese abenteuerlustigen Besucher angezogen fühlen von dem Gebäude und dann würden logischerweise diese auch eher das Gebäude benutzen und aufsuchen. Oder halt genau andersrum und das Interieur so einstellen, dass dann eher die Naturliebhaber dieses Gebäude besuchen. Das muss man dann so ein bisschen selber entscheiden, je nach Lage des Gebäudes und was halt am meisten Sinn macht, um dann die Menschen, die sich dann auch in dem Bereich aufhalten, halt glücklich zu machen und somit den Gewinn dann auch zu maximieren. Also nochmal grob zusammengefasst, ist es halt so, dass diese innere Anpassung lediglich dazu dient, die Zielgruppe an Besuchern für dieses Gebäude zu verändern und anzupassen. Als nächstes gehen wir dann auf die Gestaltung von außen bei dem Gebäude ein. Da hat man nämlich auch viele Gestaltungsmöglichkeiten. Unter anderem lässt sich per Knopfdruck zum Beispiel die Gebäudefassade, das Dach, mögliche Dachdekoration, der Eingangsbereich in Aussehen und Lage, also das heißt, wo sich der Eingangsbereich befindet, das kann man auch ändern, und verschiedene Arten von Außenbeschilderung und Dekorationen lassen sich anpassen. Außerdem kann auch noch die Farbe von den Gebäuden verändert werden. Dabei kann man zum Beispiel Dächer, Dekoration und sogar die Beleuchtung anpassen. Das Ganze ist für uns Spieler natürlich dann eine relativ schnelle und komfortable Lösung. Es wird dann wahrscheinlich so sein, dass man zum Beispiel beim Eingang Position 1, Position 2, Position 3 auswählen kann und so weiter natürlich. Und auch beim Dach, Dach 1, Dach 2, Dach 3. Und da kann man sich dann halt so ein bisschen durch die Menüs klicken und dann sein Gebäude auf eine relativ schnelle Art und Weise ein bisschen selber anpassen. Ist natürlich von den Möglichkeiten her dann nicht so ausführlich wie bei Planet Zoo, dass man Brett für Brett platzieren kann. Aber ich muss auch sagen, dass es ein bisschen angenehmer, glaube ich, ist, wenn man nicht zu viele Möglichkeiten hat. Also bei mir ist es zum Beispiel persönlich immer so, dass ich bei Planet Zoo irgendwann immer das Interesse verliere, weil alles zu lange dauert irgendwie. Und zum Vergleich bei Jurassic World Evolution war es halt immer so, dass es relativ fix ging, aber da waren es mir dann zu wenig Anpassungsmöglichkeiten. Und ich glaube, mit dieser Lösung ist es wirklich so ein Zwischending, dann zwischen Jurassic World Evolution und Planet Zoo. Also glaube ich, für mich persönlich keine schlechte Lösung. Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, ob ihr das so für euch perfekt findet oder ob das euch noch zu wenig Anpassungsmöglichkeiten dann sein werden. Wir machen jetzt aber weiter mit dem nächsten Punkt, nämlich der Parkanpassung. Also man kann nicht nur die Gebäude anpassen, sondern es geht ja auch nochmal so ein bisschen um die Terrain-Tools. Mit diesen kann man logischerweise die Landschaft anheben, absenken, abflachen und auch glätten. Dabei soll es auf jeden Fall mehr Möglichkeiten und eine größere Vielfalt von Pinselgrößen geben als bei Jurassic World Evolution 1. Hinzu kommen natürlich auch noch diese Pinsel, womit man dann die Oberfläche von dem Terrain anpinseln kann. Dabei wird man dann zwischen Texturen wie zum Beispiel Sand, Felsen, Schlamm oder Kies auswählen können. Ich persönlich hoffe allerdings,
dass das schon ein wenig mehr sein wird als jetzt zum Beispiel 4 oder 5, wenn da jetzt noch Gras oder so hinzukommt. Also ich hoffe wirklich, dass wir da um einiges mehr Auswahlmöglichkeiten dann haben werden. Und wenn man dann mit dem Anpinseln fertig ist, hat man natürlich immer noch die Möglichkeit, Büsche, Felsen und auch Bäume hinzuzufügen. Und jetzt wird's interessant, denn wir werden in Jurassic World Evolution 2 endlich Deko-Elemente, wie zum Beispiel Tische, Stühle, Lichter, Banner und auch Topfpflanzen bekommen. Das ist natürlich dann eine sehr, sehr gute Nachricht, weil das waren ja Sachen, die wir schmerzlich vermisst haben bei Jurassic World Evolution 1, die dann irgendwann dann auch durch Mods hinzugekommen sind. Aber das ist natürlich nicht das Gleiche, ne? Weil wenn man eine Bank von den Entwicklern direkt bekommt, dann benutzen die Besucher die auch und dann kann die natürlich auch ja, zur Gästezufriedenheit und sowas beitragen. Also ich hoffe dann wirklich, dass es bei den Bänken so sein wird, dass die Besucher auch in bestimmten Bereichen mehr und weniger Bänke brauchen, um glücklich zu sein. Und als letztes gehen wir noch kurz auf die Dinosaurier-Skin-Anpassung ein. Dabei kann man 2 verschiedene Arten ändern, nämlich einmal das Muster und die Färbung. Es wird dann so sein, dass man für den Dinosaurier, den man halt erschaffen will, ein Muster auswählen kann. Und dann kann man anschließend einmal die Musterfarbe und die Grundfarbe von diesem Dinosaurier ändern. Dadurch entstehen dann natürlich viele Muster- und Farbvarianten und man hat dann auch viele Möglichkeiten, die Dinosaurier so aussehen zu lassen, wie man es gerne hätte. Es wird allerdings nicht so sein, dass man jetzt zum Beispiel einen knallpinken Tyrannosaurus Rex erschaffen kann. Also so weit geht das Ganze dann nicht. Laut dem Journalistenbericht, den wir uns ja schon mal vor einer Weile angeguckt hatten, soll es pro Dinosaurier 12 verschiedene Körperfarben geben und 7 verschiedene Muster. Das heißt, man kann am Anfang zwischen 7 Mustern wählen und dann kann man von diesen 12 Farben einmal eine für das Muster festlegen und einmal eine für die Hauptfarbe, also die normale Haut von dem Dinosaurier. Das sind ganz schön viele Kombinationen, also ich glaube, da kann man seinen Dinosaurier dann wirklich schon sehr schön anpassen. Und ja, Leute, das war schon der Feature-Fokus für diese Woche. Das waren die Anpassungsmöglichkeiten von Jurassic World Evolution 2. Klingt auf jeden Fall alles schon mal sehr vielversprechend und interessant. Ich hoffe, dieses Video hat euch gut informiert. Falls ja, würde ich mich über ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.